Hallöchen, ich bin wieder da, wie geht's euch? Ich bin Ende Juli in China gelandet, habe mich mit Familie und Freunden getroffen, habe sehr viel leckeres Essen gegessen und fühle mich wie ein Tao-Tee. Weil alles in China so lecker ist. Danach bin ich mit ein paar Freunden durch Guangxi, Guangdong und Hainan mit dem Auto gereist. Zwischendurch war ich krank, habe mich aber wieder erholt. Jetzt bin ich wieder fit und kann hier etwas quatschen. Bevor wir in das heutige Thema eintauchen, möchte ich kurz mit euch teilen, was mich neulich sehr bewegt und erstaunt hat. Es war eine Aussage meiner 7-jährigen Cousine. Sie hatte einen guten Freund, eine orange Katze. Die Katze war ungefähr 1 Jahr alt. Als sie nicht zu Hause war, ist die Katze rausgegangen. Und als sie wieder nach Hause kam, fanden sie und ihre Mutter die Leiche der Katze im Gras des Gartens. Sie waren richtig traurig und haben mir Nachrichten geschrieben. Darunter gibt's eine Aufnahme von meiner Cousine. Sie hat so gesagt: Gestern Abend haben meine Mutter und ich geweint. Wir vermissten die kleine Katze. Sie war so erbärmlich und wurde vermutlich von einem Hund oder so gebissen. Sie stinkt schon und wir haben sie beerdigt. Wenn das Gras wächst, werde ich es sammeln und bei mir zu Hause züchten. Ich spiele mal die Original ab. Diese Aufnahme hat mich sehr erschrocken. Ich erstarrte am Tisch. Das 7-jährige Mädchen hat ihre Gefühle auf eine zwar kindliche, aber sehr, sehr ehrliche Weise ausgedrückt. Die zeigt, wie tief sie von dem Verlust der kleinen Katze betroffen ist. Und der Gedanke, das Gras, das über dem Grab der Katze wächst, zu sammeln und zu Hause zu züchten, ist so ein starkes Symbol für Erinnerung, Kontinuität und Leben nach dem Tod. Es zeigt auch den Wunsch, etwas Positives aus einem traurigen Ereignis zu ziehen und die Erinnerung an die Katze lebendig zu halten. Ehrlich gesagt, es gibt noch mehrere komplexe Gefühle in mir, die ich nicht durch Worte ausdrücken kann. Ja, so war die Geschichte. Okay, Storytelling-Zeit ist um. Nun kommen wir zum heutigen Thema. Ein kurzer Anfängerguide für Neulings in Deutschland. Studierende-Version. Ich habe neulich eine Freundin kennengelernt, die mir über ihren schwierigen Anfang in Deutschland erzählt hat. Sie hatte Probleme mit fast allem, Wohnung, Visum, Versicherung und so weiter. Und aufgrund von Sprachbarrieren und Informationslücken wurde sie am Anfang oft von anscheinend hilfreichen Leuten abgezockt, was mich sehr ärgerlich gemacht hat. Das erinnert mich auch an meinen Anfang in Deutschland. Zwar wurde ich nicht von anderen abgezockt, aber ich habe trotzdem viele schwierige Situationen bewältigen müssen. Deutschland ist ein faszinierendes Land mit einer reichen Kultur, vielfältigen Traditionen und vielen, vielen großartigen Menschen.
Aber der Umzug in ein neues Land kann sehr viele Herausforderungen mit sich bringen. Deshalb stelle ich dir in diesem Video ein paar allgemeine Infos und Tipps vor, die du als Studierende wissen solltest, um den Übergang so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ich teile dieses Thema in vier Phasen auf. Vorbereitung vor der Ankunft in Deutschland, Ankunft in Deutschland, das Leben in Deutschland und das Studium in Deutschland. Wenn du in Deutschland studieren möchtest, solltest du dich selbst über die Universität und die Studiengänge gut informieren. Die Ratschläge anderer Studierender und Professoren können natürlich hilfreich sein, aber vergiss nicht, es ist deine Entscheidung, es ist dein Leben und du trägst die Verantwortung für deine Zukunft. Alle verlässlichen Informationen findest du auf der offiziellen Webseite der Universität. Wichtige Informationen für dein Studium und die Bewerbung umfassen verfügbare Studiengänge, Lehrende, notwendige Dokumente, Bewerbungstermine und Fristen, Akkreditierung und Anerkennung der Abschlüsse, Sprachvoraussetzungen, das Campusleben, Zugang zu Ressourcen und Unterstützung sowie mögliche finanzielle Förderungen. Diese Faktoren können einen erheblichen Einfluss auf dein Studium und deine Zukunft haben. Wenn es dir möglich ist, kann ein Besuch in Deutschland, insbesondere in deiner Wunschstadt, äußerst hilfreich sein. Dadurch kannst du nicht nur die Atmosphäre der Stadt erleben, sondern auch erste Eindrücke von der Universität und dem Umfeld gewinnen. Ein solcher Besuch ermöglicht es dir, dich besser auf das Leben und Studium in Deutschland vorzubereiten. Wenn du alle notwendigen Informationen gesammelt hast, kannst du damit beginnen, deine Bewerbung sorgfältig vorzubereiten. In diesem Prozess ist es wichtig, neben den fachlichen Dokumenten auch Zeugnisse, einen gut strukturierten Lebenslauf und ein aussagekräftiges Motivationsschreiben zu erstellen. Nimm dir ausreichend Zeit und nutze diese Gelegenheit, um dich selbst gründlich zu reflektieren. Überlege, welche Erfahrungen und Qualifikationen dich besonders auszeichnen und wie du diese am besten darstellen kannst. Dieser Schritt ermöglicht es dir, deine Stärken klar zu ordnen und dich in deiner Bewerbung überzeugend und authentisch auszudrücken. Nach der Bewerbung und sobald du eine Einladung von der Universität erhalten hast, ist es an der Zeit, dich um dein Visum zu kümmern. Dafür solltest du die offizielle Webseite der deutschen Vertretungen in China besuchen. Dort findest du alle notwendigen Informationen, einschließlich der erforderlichen Dokumente, die du für deinen Visumantrag einreichen musst. Es ist wichtig, dass du dich frühzeitig informierst und alle Unterlagen sorgfältig vorbereitest, um Verzögerungen zu vermeiden. Für den Visumantrag benötigst du in vielen Fällen bereits einen Nachweis über eine Krankenversicherung. Für die ersten Tage in Deutschland kannst du eine temporäre Reisekrankenversicherung abschließen, die jedoch nicht ausreicht, um dich für das Studium einzuschreiben. Sobald du den Zulassungsbescheid von der Universität erhalten hast, solltest du entscheiden, ob du dich gesetzlich oder privat versichern möchtest.
Es ist ratsam, frühzeitig eine deutsche Krankenkasse wie zum Beispiel DAK oder TK zu kontaktieren, um die Details zu klären und die für dich beste Option zu wählen. Ohne den Nachweis einer gültigen Krankenversicherung kannst du dich in der Regel nicht an der Universität einschreiben. Daher ist es wichtig, dass du die Versicherungsbescheinigung rechtzeitig vor der Einschreibungsfrist erhältst. Zwischendurch kannst du damit beginnen, in deiner Zielstadt nach einer geeigneten Wohnung zu suchen. Es gibt da verschiedene Arten von Unterkünften. Das Studentenwohnheim ist oft die günstigste Option, aber auch sehr beliebt. Daher solltest du dich frühzeitig über das Studierendenwerk deiner Universität bewerben. Eine WG, also Wohngemeinschaft, ist ebenfalls eine beliebte Wahl, da sie dir die Möglichkeit bietet, neue Leute kennenzulernen und die Kosten für Miete und Nebenkosten zu teilen. Wenn du mehr Privatsphäre bevorzugst, kannst du auch eine private Wohnung in Erwägung ziehen, die jedoch in der Regel teurer ist. Eine weitere Möglichkeit ist die Zwischenmiete. Für eine vorübergehende Unterkunft, etwa wenn du nur für kurze Zeit etwas brauchst, kann die Zwischenmiete eine flexible und praktische Lösung sein. Hier sind ein paar Plattformen für die Wohnungssucher, die du dir anschauen könntest. Studierendenwerke. In jedem Bundesland gibt es ein Studierendenwerk, das Zimmer in Wohnheimen vermittelt. Um die passenden Angebote zu finden, kannst du einfach den Begriff Studierendenwerk zusammen mit dem Namen des Bundeslandes eingeben und googeln. Zum Beispiel Studierendenwerk Thüringen. Und dann nach Wohnen. Und dann Wohnheime. Zack. Schon hast du eine Übersicht der Möglichkeiten. Hier kannst du die Stadt, die Mietgrenzen und die Art der Unterkunft auswählen, die deinen Bedürfnissen entsprechen. Sobald du deine Präferenzen festgelegt hast, kannst du dich direkt bewerben. wggesucht.de ist besonders für WGs und Zwischenmieten sehr beliebt. Und Plattformen wie ImmobilienScout24, ImmoWelt und eBay Kleinanzeigen bieten auch viele private Mietwohnungen an. Du kannst auch soziale Netzwerke nutzen, wie zum Beispiel lokale WhatsApp- oder Telegram-Gruppen. Oft gibt es in diesen Gruppen aktuelle Wohnungsangebote und wertvolle Tipps von anderen Studierenden. Auch die Studienberatung deiner Universität kann eine gute Anlaufstelle sein, um Unterstützung bei der Wohnungssuche zu erhalten. Ich hoffe, diese Tipps können dir dabei helfen, eine passende Unterkunft in Deutschland zu finden. Und viel Erfolg bei der Suche. And now, nächster Schritt, Ankunft in Deutschland. Bei der Einreise solltest du deinen Reisepass, das Visum, den Zulassungsbescheid der Universität und andere wichtige Dokumente griffbereit halten. Außerdem ist es ratsam, etwas Bargeld, deine Bankkarte, deine Kreditkarte, zum Beispiel Visa-Karte und deine Krankenversicherungskarte mitzuführen. So bist du bestens vorbereitet und kannst mögliche Unangenehmlichkeiten vermeiden. Nach deiner Unterkunft musst du dich innerhalb von 2 Wochen beim Einwohnermeldeamt
anmelden. Dies ist Pflicht in Deutschland. Für die Anmeldung benötigst du bestimmte Unterlagen wie den Meldeschein, den viele Meldebehörden als Download im Internet zur Verfügung stellen. Außerdem brauchst du deinen Reisepass oder Personalausweis sowie eine Wohnungsgeberbestätigung. Weitere detaillierte Informationen und spezifische Anforderungen kannst du auf der offiziellen Webseite des Bürgeramts der jeweiligen Stadt finden. In einigen Städten musst du einen Termin online oder durch E-Mail vereinbaren, in anderen kannst du einfach zu den Öffnungszeiten hingehen. Nachdem du dich angemeldet hast, kann es passieren, dass viele Briefe in deinem Briefkasten landen. Das ist ganz normal und keine Sorge. Es zeigt nur, dass du jetzt offiziell in Deutschland angekommen bist. Willkommen. Unter diesen Briefen wirst du höchstwahrscheinlich eine Post von ARD, ZDF, Deutschland Radio Beitragsservice erhalten, die dich auffordert, dich anzumelden. Falls du keine Post erhalten solltest, kannst du dich auch selbst online unter www.rundfunkbeitrag.de registrieren. Den Beitrag kannst du bequem per Lastschriftverfahren, Überweisung oder Dauerauftrag bezahlen. Der Rundfunkbeitrag in Deutschland ist eine Gebühr, die jeder Haushalt entrichten muss, um die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten wie ARD, ZDF und Deutschland Radio zu finanzieren, unabhängig davon, ob du tatsächlich ein TV-Gerät, Radio oder einen Internetanschluss besitzt. In einer WG oder bei mehreren Personen, die zusammenleben, muss jedoch nur eine Person den Betrag zahlen. Diese Person wird dann als Beitragszahler für den gesamten Haushalt registriert. Der Rundfunkbeitrag beträgt aktuell 18,36 € pro Monat. Das ist der Stand im Jahr 2024. Falls du den Beitrag nicht zahlst, erhältst du Mahnungen und es können zusätzliche Gebühren anfallen. Bei weiteren Nichtzahlungen kann der Beitragsservice die Fordern zwangsweise eintreiben lassen, was zu erheblich höheren Kosten führen kann. Es ist daher wichtig, sich rechtzeitig darum zu kümmern, um zusätzliche Kosten durch Mahnungen zu vermeiden. Das ist ein Muss. Leider. Außerdem solltest du einen Handyvertrag oder und einen Internetvertrag abschließen. Diese sind im Vergleich zu anderen Formalitäten relativ einfach und unkompliziert. Es gibt viele Anbieter mit verschiedenen Tarifen, so dass du sicher etwas Passendes für dich finden kannst. Wenn du all die oben genannten Dinge erledigt hast, dann herzlichen Glückwunsch, du hast es geschafft. Und bist nun im nächsten Level angekommen. Das Leben in Deutschland. Zuerst gebe ich dir eine Liste mit nützlichen Apps, die dir das Leben in Deutschland erleichtern könnten. Für Kommunikation und soziale Netzwerke sind in Deutschland vor allem WhatsApp und Telegram weit verbreitet. Diese Apps sind vergleichbar mit WeChat in China und werden genutzt, um Nachrichten zu senden und zu empfangen, mit Freunden und Familie in Kontakt zu bleiben und in Gruppen zu kommunizieren.
Für die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel sind Google Maps und DB Navigator besonders wichtig. Google Maps dient zur Navigation und Orientierung und zeigt auch Routen für den öffentlichen Nahverkehr an. DB Navigator ist die App der Deutschen Bahn, mit der du Zugverbindungen, Fahrpläne einsehen und Tickets kaufen kannst. Auch Verspätungsinformationen. Und für Sprache und Übersetzung würde ich dir DeepL und DuiJiaoShao empfehlen. DeepL ist ein leistungsstarker Übersetzungsdienst, der besonders präzise und natürliche Übersetzungen bietet. DuiJiaoShao ist eine speziell für chinesisch-deutsch Übersetzungen entwickelte App, die dir ebenfalls beim Lernen und Verstehen der Sprache sehr nützlich sein kann. Für das Einkaufen bieten viele Supermärkte wie Rewe, Edeka und Lidl eigene Apps an, mit denen du Lieferungen bestellen oder aktuelle Angebote einsehen kannst. Bei Drogeriemärkten wie DM, Müller und Rossmann gibt es in den jeweiligen Apps oft Coupons, mit denen du Geld sparen kannst. Für Banking und Finanzen ist PayPal eine weit verbreitete App für Online-Zahlungen. Das ist ähnlich wie Alipay in China. Außerdem nutze ich persönlich Gmail für E-Mails, das Office-Set für die Arbeit, GoodNotes für Notizen und YouTube, Apple Music und Podcasts für die Freizeit, Booking und Airbnb für Reisen sowie Keep für Sport und Fitness. Jetzt beginnt das echte Leben in Deutschland. Zuallererst, meiner Meinung nach, ist die Sprache von großer Bedeutung. Deutschland, Deutschland. Was bedeutet, dass in diesem Land Deutsch gesprochen wird? Auch wenn viele Deutsche sehr, sehr gut Englisch sprechen können, ist es dennoch hilfreich und respektvoll, die Landessprache zu lernen und kontinuierlich zu verbessern. Versuche bitte im Alltag so oft wie möglich Deutsch zu sprechen. Das Anschauen deutscher Videos wie Easy German auf YouTube oder das Hören von Podcasts kann ebenfalls sehr hilfreich sein, um sich an den Sprachrhythmus und die Melodie des Deutschen zu gewöhnen und diese besser zu beherrschen. Egal wie gut du Deutsch sprichst, musst du auf jeden Fall mit anderen kommunizieren. Das ist ein großes Thema und ich werde wahrscheinlich ein eigenes Video dazu machen. Was mir dabei sehr geholfen hat, war das Lesen von Büchern über Kommunikation, wie zum Beispiel Looking In, Looking Out von Rona Adler und Russell Proctor sowie Interpersonal Messages von Joseph DeVito. Dadurch habe ich die Begriffe hochkontextuelle Kultur und niedrigkontextuelle Kultur kennengelernt und langsam verstanden, worauf man bei der interkulturellen Kommunikation achten sollte. Im Alltag gehört der Einkauf von Lebensmitteln zu den grundlegenden Aufgaben. In Supermärkten wie Rewe, Edeka, Aldi, Lidl und Kaufland findest du eine große Wahl an Lebensmitteln, die von frischen Produkten bis hin zu internationalen Spezialitäten reicht. Drogeriemärkte wie DM, Rossmann und Müller bieten eine breite Palette an Haushaltsartikeln wie Reinigungsmittel, Waschmittel, Spülmittel und vieles mehr. Vergiss nicht, die Coupons in den Apps zu benutzen, um Geld zu sparen.
Darüber hinaus gibt es in vielen Städten asiatische, syrische und türkische Supermärkte, in denen du eine Vielzahl an exotischen Produkten und Zutaten entdecken kannst. Viele Geschäfte in Deutschland nutzen Payback als Teil eines beliebten Bonusprogramms, bei dem du durch Einkäufe Punkte sammeln kannst, die du später in Prämien, Rabatte oder sogar Bargeld umwandeln kannst. In Deutschland ist das Verkehrsnetz sehr gut ausgebaut. Busse, Straßenbahnen, also Tram, U-Bahnen und S-Bahnen gehören zum öffentlichen Nahverkehr. Für Fernverkehrsreisen kannst du Züge und Fernbusse nutzen. Nach deiner Immatrikulation erhältst du einen Studierendenausweis. Die meisten Universitäten bieten ein Semesterticket an, das in den Studiengebühren enthalten ist. Mit diesem Ticket kannst du den öffentlichen Nahverkehr in der jeweiligen Region entweder kostenlos oder zu einem stark reduzierten Preis nutzen. Normalerweise geht es, je früher du dein Zugticket kaufst, desto günstiger ist es. Daher ist eine rechtzeitige Planung entscheidend. Es gibt jedoch Möglichkeiten, beim Kauf von Zugtickets Geld zu sparen, also die Bankcard und Deutschlandticket. Die Bankcard ist ein Rabattabo der Deutschen Bahn, das vielfachen erhebliche Ersparnisse bietet. Es gibt verschiedene Varianten, wie die Bankcard 25, die 25% Rabatt auf Fahrkarten gewährt, und die Bankcard 50, die 50% Rabatt auf Flexpreise und 25% auf Sparpreise bietet. Die Bankcard 100 ermöglicht sogar unbegrenztes Reisen ohne zusätzliche Ticketkäufer. Die Bankcard gilt sowohl für Fahrten mit dem ICE als auch mit Regionalzügen wie dem RE, wodurch sie besonders flexibel einsetzbar ist. Das Deutschlandticket hingegen ist ein monatliches Abonnement, das für 49 Euro pro Monat unbegrenzte Fahrten im gesamten öffentlichen Nahverkehr Deutschlands ermöglicht. Dies schließt Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge wie den RE ein. Allerdings ist das Deutschlandticket nicht für den Fernverkehr, also Züge wie den ICE, IC oder EC gültig. Leider. Das Gesundheitssystem in Deutschland ist eines der ältesten und umfassendsten der Welt. Es basiert auf einem System der sozialen Krankenversicherung, das eine flächendeckende medizinische Versorgung gewährleistet. Melde dich bei einem oder mehreren Hausärztinnen oder Hausärzten. Wenn du in Deutschland krank wirst, gehst du in der Regel zuerst zu deinem Hausarzt. Du solltest einen Termin vereinbaren, entweder telefonisch oder online. In akuten Fällen kannst du natürlich auch ohne Termin in die Praxis gehen, musst du aber eventuell mit längeren Wartezeiten rechnen. Der Hausarzt untersucht dich und stellt eine Diagnose. Wenn nötig, bekommst du ein Rezept für Medikamente oder eine Überweisung zu einem Facharzt. Falls du nicht zur Arbeit oder zur Uni gehen kannst, stellt dir der Arzt eine Krankschreibung aus, die du deinem Arbeitgeber oder der Universität vorlegen musst. In Notfällen wie schweren Verletzungen oder lebensbedrohlichen Zuständen rufst du die Notrufnummer 112 oder gehst direkt in die Notaufnahme,
eines Krankenhauses. Die Behandlungskosten werden in der Regel von deiner Krankenversicherung übernommen. Neben der körperlichen Gesundheit ist auch unsere psychologische Gesundheit von großer Bedeutung. Viele Universitäten bieten kostenlose psychologische Beratung für Studierenden an, was besonders hilfreich sein kann, wenn du Schwierigkeiten hast, dich an das Leben in einem neuen Land anzupassen. Diese Beratungsstellen bieten Unterstützung bei Stress, Einsamkeit oder anderen emotionalen Herausforderungen und können dir helfen, besser mit den Veränderungen umzugehen. Arbeiten neben dem Studium kann aus vielen Aspekten vorteilhafter sein. Ein Nebenjob kann helfen, die Lebenshaltungskosten zu decken und das Studium zu finanzieren. Viele Jobs bieten die Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu sammeln, die in deinem späteren Berufsleben nützlich sein können. Durch die Arbeit kannst du auch deine Deutschkenntnisse verbessern, insbesondere in einem beruflichen Kontext. Arbeitserfahrungen tragen auch dazu bei, sich besser in die lokale Kultur und Gesellschaft zu integrieren. Es gibt viele Teilzeitjobs für Studierende, von der Arbeit in Cafés und Restaurants bis hin zu Tätigkeiten als studentische Hilfskraft an der Universität. Manchmal findest du auch Stellenangebote an den Tafeln der Uni oder in Chatgruppen. Dabei musst du jedoch die geltende Regel beachten. Studierende aus Nicht-EU-Ländern dürfen in der Regel bis zu 120 volle Tage oder 240 halbe Tage pro Jahr arbeiten. Es ist wichtig, diese Regel einzuhalten, um Probleme mit der Aufenthaltserlaubnis zu vermeiden. Wenn man neu in einem Land ist, ein aktives soziales Leben und der Aufbau von Netzwerken sind wichtige Aspekte. Nutze die Orientierungstage zu Beginn des Semesters, um die Uni kennenzulernen und andere Studierende zu treffen. Du kannst auch an Veranstaltungen, Partys und Workshops teilnehmen, die von der Universität oder studentischen Gruppen organisiert werden. Diese bieten auch gute Gelegenheiten, neue Kontakte zu knüpfen. Viele Universitäten bieten Sportkurse und Events an. Sportliche Aktivitäten sind eine gute Möglichkeit, neue Leute zu treffen und gleichzeitig etwas für deine Gesundheit zu tun. Und du kannst auch Museen, Konzerte, Theateraufführungen oder lokale Festivals besuchen. Diese Veranstaltungen sind gute Gelegenheiten, um dich kulturell einzubringen und neue Leute zu treffen. Du kannst auch soziale Netzwerke wie Instagram, Facebook benutzen, um lokales Events zu entdecken. Und versuche, Kontakte zu Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen zu knüpfen. Das kann deine interkulturelle Kompetenz erweitern und dir eine umfassendere Perspektive auf das Leben in Deutschland geben. Zusammenfassend, der Aufbau eines sozialen Netzwerks in Deutschland kann durch die Teilnahme an Universitätsveranstaltungen, das Engagement in studentischen Organisationen, die Nutzung von Online-Plattformen und die Integration in das lokale soziale Leben erfolgen. Die Kombination aus sozialen Aktivitäten, beruflichem Engagement
Und interkulturellem Austausch wird dir helfen, dich schnell in deinem neuen Umfeld einzuleben und ein bereicherndes Studiumerlebnis zu haben. Jedes Land hat seine eigenen ungeschriebenen Regeln, die das Ergebnis jahrhundertelanger Interaktionen zwischen Menschen und kulturelle Entwicklungen sind. 反正我基本上是把坑踩了个遍呢，整了老多尴尬场景了。以前，所以以下都是我的血泪史总结出来的经验，同志们，同志们，血泪史啊 ！OK，in Deutschland gibt es eine Vielzahl solcher Verhaltensweisen und Normen, die oft auf Höflichkeit, Pünktlichkeit und Effizienz basieren. Zum Beispiel wird in Deutschland großen Wert auf Pünktlichkeit gelegt. Egal, ob es sich um ein Treffen, einen Termin oder die Abgabe einer Arbeit handelt. Pünktlichkeit wird als Zeichen von Respekt und Zuverlässigkeit angesehen. Ebenso sind direkte Kommunikation und klare Absprachen typisch für den deutschen Umgang. Es wird erwartet, dass man offen und ehrlich seine Meinung äußert, wobei der Ton dennoch respektvoll bleibt. Auch das Trennen von Müll, das Einhalten von Ruhezeiten und die Wertschätzung von Privatsphäre sind Beispiele für ungeschriebene Regeln, die das alltägliche Leben in Deutschland prägen. Indem man diese kulturellen Feinheiten versteht und respektiert, kann man sich besser integrieren und das Leben in Deutschland reibungsloser gestalten. E-Mails schreiben. In Deutschland ist es üblich, E-Mails formell und höflich zu verfassen, besonders in beruflichen oder akademischen Kontexten. Eine E-Mail beginnt in der Regel mit einer Anrede wie sehr geehrte Herr, Frau, Nachname oder Liebe, was, 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 und endet mit einer Grußformel wie zum Beispiel mit freundlichen Grüßen und dein Name oder liebe Grüße und sowas. Die Betreffzeile sollte klar und präzise sein, um den Inhalt der Nachricht auf den Punkt zu bringen. Achte darauf, vollständige Sätze zu verwenden und die E-Mail klar zu strukturieren. Termin vereinbaren. Termin ist ein Stichwort in Deutschland. Es ist üblich, Termine im Voraus zu vereinbaren und nicht unangekündigt vorbeizuschauen. Wenn du einen Termin absagen oder verschieben musst, solltest du dies so früh wie möglich tun, um Respekt für die Zeit des anderen zu zeigen. Privatsphäre. Die Privatsphäre wird in Deutschland sehr geschätzt. Es ist normalerweise unhöflich, persönliche Fragen zu stellen, die als zu neugierig oder aufdringlich empfunden werden könnten, insbesondere wenn man die Person nicht gut kennt. In öffentlichen Verkehrsmitteln oder auf der Straße wird erwartet, dass man leise spricht und andere nicht stört. Persönliche Zeit. Die Trennung von Beruf und Privatleben ist in Deutschland oft strikt. Es wird erwartet, dass Arbeitszeiten respektiert werden und man in der Freizeit nicht mit beruflichen Anfragen belästigt wird. Private Treffen und Freizeitaktivitäten werden in der Regel sorgfältig geplant. Da Spontanität zwar geschätzt wird, aber meist in einem strukturierten Rahmen stattfindet. Wochenende und Feierabende sind häufig für persönliche Erholung oder Familienzeit reserviert. Es gibt noch viele Dinge, die du selbst entdecken kannst.
Just be open-minded. Dieser Prozess wird dir nicht nur helfen, die deutsche Kultur besser zu verstehen, sondern dir auch ermöglichen, viel zu lernen und neue Perspektiven zu gewinnen. Mit der Zeit wirst du eine große Welt eröffnen, die voller spannender Erfahrungen und wertvoller Lektionen steckt. Jetzt gehen wir zum letzten Teil dieses Videos, das Studium in Deutschland. Deutschland ist berühmt für seine erstklassige Bildung, innovative Forschungsinstitute und ein breites Spektrum an Studienmöglichkeiten. Aber seien wir ehrlich, auch dafür, dass es keine leichte Aufgabe ist, das Studium abzuschließen. Deswegen hört man in China immer, die 3 Jahre, die du in Deutschland studierst, werden die bedeutendsten 7 Jahre unter den 5 unvergesslichsten Jahren deines Lebens sein. Ach, das ist so schwer auszusprechen auf Deutsch. In diesem Teil werfen wir erst einen Blick auf das deutsche Bildungssystem und die verschiedenen Hochschultypen. In Deutschland hast du die Wahl zwischen Universitäten, Fachhochschulen, Kunst- und Musikhochschulen sowie dem dualen Studium. Jede dieser Bildungswege hat ihren eigenen Schwerpunkt und bietet einzigartige Möglichkeiten und natürlich auch ihre eigenen Herausforderungen. Universitäten in Deutschland bieten ein breites Spektrum an Studiengängen, insbesondere in den Bereichen Geisteswissenschaften, Naturwissenschaften und Technik und so weiter. Sie sind stark forschungsorientiert und bieten die Möglichkeit, sowohl Bachelor- als auch Master- und Doktorgrad zu erwerben. Fachhochschulen fokussieren sich auf praxisorientierte Studiengänge, insbesondere in den Bereichen Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft, Design und Sozialwissen und so weiter. Der Praxisbezug ist stärker ausgeprägt als an Universitäten. Kunst- und Musikhochschulen bieten spezialisierte Studiengänge in den Bereichen Kunst, Design, Musik und darstellende Künste an. Sie legen großen Wert auf kreative Entwicklung und individuelle Förderung. Ein duales Studium kombiniert akademische Ausbildung an einer Hochschule mit praktischer Berufserfahrung in einem Unternehmen. Diese Studienform ist besonders in den Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften und so weiter beliebt. Der Bachelor ist der erste akademische Grad und dauert in der Regel 3 bis 4 Jahre. Anschließend kann man ein Masterstudium absolvieren, das 1 bis 2 Jahre dauert und zur Vertiefung oder Spezialisierung dient. Nach dem Masterabschluss besteht die Möglichkeit zu promovieren, was in der Regel 3 bis 5 Jahre dauert. Die Promotion erfolgt durch Forschung und das Schreiben einer Dissertation. In den meisten Bundesländern ist das Studium an staatlichen Universitäten und Fachhochschulen gebührenfrei, wobei lediglich ein Semesterbeitrag zu zahlen ist. Dieser Beitrag umfasst oft ein Semesterticket für den öffentlichen Nahverkehrsmittel. An Universitäten und Fachhochschulen gibt es verschiedene Unterrichtsformen, die den Lehr- und Lehrprozess gestalten. Diese Unterrichtsformen variieren je nach Fachrichtung und Studiengang und bieten unterschiedliche Methoden, um Wissen zu vermitteln und zu vertiefen. Jetzt stelle ich die gängigsten Unterrichtsformen vor,
die dir im Studium begegnen werden. Nummer 1, Vorlesungen. Das ist das klassische Format, bei dem ein Professor oder eine Professorin vor einer großen Gruppe von Studierenden spricht. Hier geht es oft darum, grundlegende Theorien und Konzepte zu vermitteln. Studierende nehmen in der Regel passiv teil, indem sie zuhören und Notizen machen. Vorlesungen finden meist in großen Hörsälen statt und es gibt nur wenig direkten Austausch zwischen Dozenten und Studierenden. Nummer 2: Seminare. Seminare sind interaktive Lehrveranstaltungen, in denen kleinere Gruppen von Studierenden unter Anleitung eines Dozenten spezifische Themen vertiefen. In Seminaren wird mehr Wert auf Diskussionen, Präsentationen und aktive Teilnahme gelegt. Seminare sollen das Verständnis vertiefen, kritisches Denken fördern und die Fähigkeit zur Analyse und Diskussion entwickeln. Studierende müssen oft Referat halten oder Hausarbeiten schreiben. Die Teilnahme ist in der Regel verpflichtend und wird aktiv bewertet. Nummer 3: Übungen. Übungen begleiten oft Vorlesungen und dienen dazu, das theoretische Wissen durch praktische Aufgaben und Problemstellungen zu festigen. Übungen werden meist in kleineren Gruppen durchgeführt. Hier geht es darum, das Gelernte anzuwenden und durch Aufgaben und Beispiele zu festigen. Übungen erfordern aktive Mitarbeit und häufig auch die Bearbeitung von Hausaufgaben oder die Teilnahme an Tests. Nummer 4: Praktika. Dies sind praxisorientierte Veranstaltungen. Das Ziel davon ist es, praktische Fertigkeiten zu erlernen, Labor- und Forschungstechniken zu beherrschen und das theoretische Wissen in die Praxis umzusetzen. Nummer 5: Tutorien. Tutorien sind ergänzende Lehrveranstaltungen, die von fortgeschrittenen Studierenden, also die Tutoren, geleitet werden. Sie dienen der Wiederholung und Vertiefung des Stoffes aus Vorlesungen und Übungen. Tutorien sind oft weniger formal und bieten eine gute Gelegenheit, Fragen zu stellen und in einer kleineren Gruppe zu lernen. Nummer 6: Workshops. Workshops sind intensive, meist kurze Lehrveranstaltungen, die sich auf ein spezielles Thema oder eine spezielle Methoden konzentrieren. Sie sind praxisorientiert und oft interdisziplinär. In Workshops sollen Studierende spezifische Fähigkeiten erlernen oder Projekte entwickeln. Sie bieten oft Raum für Kreativität und Problemlösung. Workshops werden häufig von externen Experten geleitet und erfordern eine aktive Teilnahme. Nummer 7: Exkursionen. Bei Exkursionen kann man das Gelernte direkt vor Ort erleben, sei es im Museum, auf Baustellen oder in der freien Natur. Die Unterrichtsformen in Deutschland sind vielfältig und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Lernziele der Studierenden ausgerichtet. Während Vorlesungen und Seminare eine solide theoretische Grundlage bieten, fördern Übungen, Praktika und Projektarbeiten die Anwendung und Vertiefung des Gelernten. Tutorien, Workshops und Exkursionen bieten zusätzliche Unterstützung und spezialisierte Lernmöglichkeiten. Diese Vielfalt ermöglicht es den Studierenden, ein umfassendes und praxisnahes Studium zu absolvieren.
Nachdem ich unzählige Stunden des Lernens, Frusts und gelegentlicher Verzweiflung durchlebt habe, bin ich nun weise genug, also zumindest weiser als zuvor. Um dir als ein gereifter Studierender ein paar wertvolle Hinweise mit auf den Weg zu geben. Und glaub mir, die kommen direkt aus dem Herzen und der eigenen Erfahrung. Zeitmanagement ist Gold wert. Ja, klingt vielleicht langweilig, aber es ist der Schlüssel zum Überleben im Studium. Ohne einen Plan verfliegen die Stunden schneller, als du Abgabefrist sagen kannst. Fang frühzeitig an, auch wenn YouTube oder die neueste Serie gerade verlockende erscheinen. Ein Kalender kann dabei dein bester Freund sein, ob digital oder altmodisch aus Papier. Ich selber benutze Papier. Und nutze To-Do-List, um deine Aufgaben zu organisieren und deine Zeit effektiv einzuteilen. Denn nichts fühlt sich besser an als ein abgehacktes Kästchen. Und nutze die Bibliothek. Sie ist nicht nur ein Ort zum Lernen, sondern auch ein hervorragender Ort, in der Ruhe einzuschlafen. Nein, ich meine, um neue Inspiration zu finden. Und glaub nicht, dass du alles sofort verstehen musst. Gib dir die Zeit, Dinge mehrfach zu durchzudenken. Das ist normal und Teil des Lernprozesses. Und erlaube dir Pausen. Das ist wichtig. Die besten Ideen kommen oft, wenn du kurz durchatmest. Also nimm dir Zeit für Spaziergänge, Sport oder einfach ein gutes Buch, das nichts mit deinem Studium zu tun hat. Sei geduldig mit dir selbst. Du wirst viel machen und das ist okay. Aus Fehlern lernst du oft mehr als aus den besten Vorlesungen. Und vergiss nicht zu leben. Manchmal wirst du so tief in den Büchern oder in Vorbereitungen für Prüfungen stecken, dass du das eigentliche Leben draußen vergisst. Mach das Fenster auf, atme tief ein. Und erinnere dich daran, dass das Studium nur ein Teil deines Lebens ist und nicht das Ganze. Noch ein Punkt. Pflege deine Beziehungen mit Menschen. Lerne, wie du besser mit anderen kommunizierst, sei es im Studium oder im Alltag. Liebe, to love, proactively und bewusst zu sein, ist das Motto, das ich mir inzwischen zu Herzen nehme. Weil rückblickend habe ich zwar viel erlebt, aber ich habe immer eine gewisse emotionale Distanz gewahrt. Ich habe nämlich Angst, die anderen zu verletzen oder die anderen mich zu verletzen. Ich hatte relativ gute Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig waren, aber hielt dabei immer einen sicheren Abstand. Es war, als hätte ich einen Filter zwischen mir und den echten, lebendigen Erfahrungen. Ein schönes Leben, aber nicht wirklich erfüllend. Deswegen möchte ich jetzt das ändern und wirklich tief in meine Beziehungen und Erlebnisse eintauchen. Okay, das war zu viel von mir. Ich wollte nur sagen, dass Beziehungen zu anderen Menschen wichtig sind und Liebe ist die ultimative Antwort. Ein Studium in Deutschland bietet die Chance,
sich nicht nur akademisch, sondern auch persönlich weiterzuentwickeln. Selbstorganisation und aktives Engagement sind wichtig, aber auch der Austausch mit anderen und das Sammeln praktischer Erfahrungen gehören dazu. Ebenso entscheidend ist es, Beziehungen zu pflegen und zu lernen, wie man effektiv kommuniziert und sich kulturell integriert. Dabei sollte man sich Zeit nehmen, um auf die eigene Gesundheit zu achten und die kulturelle Vielfalt des Landes zu erleben. Wer diese Balance findet, kann das Studium nicht nur erfolgreich meistern, sondern auch bereichernde Erfahrungen machen, die weit über den Hörsaal hinausgehen. So, das war unser Guide für alle, die in Deutschland studieren möchten. Ich hoffe, dass die Tipps und Informationen dir den Einstieg erleichtern könnten und du dich gut vorbereitet fühlst. Denk daran, dass das Studium in Deutschland nicht nur akademisches Wissen vermittelt, sondern auch eine einzigartige Gelegenheit ist, neue Kulturen kennenzulernen, großartige Menschen kennenzulernen, wertvolle Beziehungen zu knüpfen und persönlich zu wachsen. Falls du deine eigenen Erfahrungen oder Tipps oder Hinweise teilen möchtest oder Fragen hättest, freue ich mich, von dir zu hören. Hinterlasse gerne einen Kommentar oder zwei Kommentare oder schreib mir eine Nachricht oder E-Mail. Jeder Austausch ist willkommen. Und ich freue mich darauf, sehr von dir zu hören. Viel Erfolg bei der Vorbereitung und viel Spaß beim Start in dein neues Leben in Deutschland. Ich wünsche dir einen schönen Abend und freue mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder zu sehen. Bis dann! Sehr viele Herausforderungen sind solltest. Okay. Du bist nicht leicht. Um den Übergang. Ah, fuck! Noch einmal, noch einmal. Noch einmal. Bin bereit. Noch einmal. Du erinnerst. Noch einmal, noch einmal. Das zu finden.八百标兵奔北坡，八百标兵奔北坡。我来，我来。Die Nachrichten erleichtern uns dies noch einmal. Hoffen. Ah, scheiße. Bist du cool? Mein Gehirn trägt sich nicht mehr. Ticket. Mal diesen Satz. Falls du. Spezialisiert. Und speziell, speziell. Ah, hier steht das Haar.